Mutterficker. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ganz nervös, weil das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt. Ich hatte mal wieder Lust auf eine Woche im. Und deswegen machen wir jetzt eine Woche im Dezember. Und heute ist schon Donnerstag, aber dann machen wir einfach bis nächsten Donnerstag. Warum nicht? Und ich versuche jetzt mit meinem Gesicht etwas zu tun, denn wir gehen jetzt in eine Bar. Ich muss pullern. Ich nerv Leo. Es ist voll der Zungenbrecher. Sag mal ganz schön hintereinander, ich nerv Leo. Ja, du kannst es nicht. Ist das euer Ernst? Ja, also wir müssen uns... Du hast 50 Liter Berliner Luft für die Zeit. Vielleicht ist es wichtig, aber jetzt mal ein anderes Video. Oh, wo ist das hin? Ab nach Hause. Leo, deine Skittles. Skittles. Oh. Nein! Warte mal. Das machen die bestimmt extra. Und einmal in der Woche leeren sie das Ding aus und sind reich. Komm gut nach Hause, ja? Und schreib bitte. Ja. Danke. Sie hat gesagt, dass sie uns liebt. Da spricht der Weißwein aus ihr. Das ist vielleicht ein bisschen asozial, oder? Es ist Donnerstag. Zwischen Weihnachten und Neujahr, muss man dazu sagen. Es ist kein random Donnerstag. Guten Tag. Ich habe gestern noch bis zum 5 Bioshock gespielt und dann habe ich heute ausgeschlafen, so bis 12. Dann habe ich hier was Kleines gegessen und nochmal Bioshock gespielt. Also mein Tag war jetzt noch nicht so spektakulär, aber sehr entspannt und schön. Ich glaube, bei diesem Video wird einfach der Ton sehr sprunghaft, weil ich manchmal irgendwie mein neues Mikro benutze und manchmal irgendwie nicht, wenn ich unterwegs bin, weil ich halt kein Case habe, wo ich das Mikro ranmachen kann. Ich habe ein Case bestellt, es sollte eigentlich gestern schon kommen, aber ich habe heute erst eine Nachricht bekommen, dass es verschickt wurde. Freue ich mich natürlich riesig. Hallo Friends, es ist Samstag. Yay. Ich habe schon eine E-Mail bekommen, wo drin steht, ihr Paket wurde an einem sicheren Ort abgelegt. Und ich habe schon direkt das Kotzen bekommen und Leo meinte, ich gehe mal schnell nachgucken. Und es lag vor unserer Wohnungstür. Danke, lieber DHL Mann, dass du dafür sorgst, dass unsere Sachen auch tatsächlich ankommen. Ach, abgefahren. Hier ist sogar so ein Linsendings drin. Hier ist nochmal so ein UV-Filter. Auf dem Foto sah das so aus, als wäre hinten nochmal. Probieren wir mal. Das ist ja eh immer schon gewöhnungsbedürftig, mit einer Kamera durch die Gegend zu laufen, aber jetzt auch noch mit diesem fetten Mikro und den Kabel da dran. Irgendwie ist im Winter Vloggen voll kacke, weil es fantastisch. Du bist ja gut ausgerüstet. Oh mein Gott. Das Essen in diesem Laden war so scheiße lecker. Hammer. Richtig lecker. Der Laden heißt Mana. Er ist, wie heißt die Straße? Vielleicht blende ich es ein, weil da müssen mehr Leute hingehen. Das ist echt sau cool. Der Kellner war mega cool und lustig drauf. Ich habe am Ende noch überlegt, ob ich frage, ob ich mal im Laden filmen darf. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe heute meinen Schüchternen. Samstag? Sonntag. Heute ist Silvester, Leute. Krass. Klaut er mir das Messer? Ich muss Tomaten schneiden. Sehr wichtig, dass Tomaten sehr gut geschnitten sind. Du
jetzt noch die ganzen Brotbrötchen aufbacken. Hallo! Scheiße, hey! Kommen Sie nah, können Sie hinausschauen. Hallo. Komm rein. Hallo. 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 Du, das werden mal die Burger. Schon einfach probiert. Und da kommen sie jetzt rein. Ach, scheiße, stimmt. Und alkoholfreie Getränke habe ich vergessen. Wasser und Tee. Hallo. Guten Morgen. Kommen Sie herein. Haben Sie sich gerade die Zähne geputzt? Sie riechen so minzig aus dem Mund. Du hast aber einen schönen Tonbeutel. Den habe ich gemacht. Er hat die Brötchen ja gar nicht aufgeschnitten. Der kann nicht. Wow. Oh mein Gott. Boah, ey. Eine Flasche in Dachis Größe. Und? Oh, ja, ist schön. Happy New Year! Hab ich das schon gesagt? Hast du schon gefilmt? Nee, glaube ich nicht. Wir haben heute den 1. Januar, es ist Montag. Und wir haben sehr lange mitgelegen, es ist jetzt 17 Uhr. Die Bilanz ist folgende. Wir haben hier zu stehen 4 leere Flaschen Berliner Luft und die riesengroße ist bis hierhin leer. Krass. Krass. Das ist der Spielstand von gestern. Dörli und ich haben in beiden Kategorien, in der Kategorie richtige Antworten hatten wir 60 und in der Kategorie Shots hatten wir 50. ja, war lustig. Hallo. Heute ist der 2. Januar. Ich habe gar nicht gut geschlafen. Nur so 2,5 Stunden und war auch nur mit Unterbrechung und war alles nicht so schön. Ich bin jetzt im Besitz dieser Kernsinfonie. Die Lady an der Kasse hat das leider falsch abgerechnet. Ich habe jetzt weniger bezahlt. Es tut mir leid, ich habe es zu spät bemerkt, sonst hätte ich was gesagt. Aber jetzt auf zum Brunch! Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 3. Januar und in einer Dreiviertelstunde ungefähr geht's für mich los zum Zopp.
So, ich bin jetzt wieder in München angekommen und ich musste gerade so nötig aufs Klo, weil ich im Bus mich nicht rausquetschen wollte und an der Raststätte konnte ich nicht gehen, weil ich kein Kleingeld hatte. Und ja, das war blöd. Und jetzt komme ich nach Hause und jetzt ist hier Post von der lieben Kira Las Vegas. Noch einen Weihnachtsgruß, den habe ich leider nicht gesehen, weil ich schon weg war. Das ist nicht cute. Und von meiner lieben Caroline habe ich auch noch einen Weihnachtsgruß mit selbstgemachtem Süßgedöns. Einmal Nusscrunch und einmal gebrannte Mandeln mit so Disney-Prinzessin. Mache. Ich kriege die Heizung nicht in Gang gesetzt. Es ist so fucking kalt. Ich versuche gerade noch mal vorne an dem Thermostat rumzuspielen. Vielleicht bringt das ja was. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Donnerstag. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich letzten Donnerstag angefangen zu vloggen. Also ist jetzt eine Woche vorbei. Aber ich glaube, ich nehme euch heute noch ein bisschen mit. Obwohl jetzt eigentlich nichts weiter Spektakuläres passiert ist heute. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier die Heizung wieder in Gang kriege. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das Heißwasser auch nicht geht. Deswegen, muss ich mal schauen, wie ich das wieder hinkriege. Und ansonsten gehe ich jetzt erstmal auf Nahrungssuche. Ich bin hungrig. Und eigentlich musste ich noch ein paar Dinge mit der Post verschicken. Dann sollte ich mich wahrscheinlich kümmern. Jo, ich werde jetzt auch die Lichter ausmachen und ins Bettchen gehen. Morgen ist wieder Item-Shop-Time. Und ich hoffe, euch hat mein Vlog gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare hinterlasst. Da freue ich mich immer sehr drüber. Oder auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und ja, es war super schön, mal wieder ein bisschen zu vloggen. Das vermisse ich sehr. Ich hoffe, das kann ich in Zukunft alles wieder ein bisschen häufiger machen. Und außerdem hoffe ich natürlich, dass ihr alle super ins neue Jahr gerutscht seid. Und dass ihr alle das Beste aus 2018 rausholt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.